In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen: Reifenfenster für die Saison 2020, neues Formel-1-Team aus Spanien, Frontflügeltest bei Williams und Kubica kaum interessiert an Simulatorjob. Was genau, erfahrt ihr in 9 Sekunden. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Das Arbeitsfenster der Reifen für die Saison 2020 soll größer werden und die technischen Vorschriften sollen ähnlich wie 2019 sein. Daher werden es die Teams leichter haben, ihre Walzen auf Temperatur zu bringen. Gerade in diesem Jahr hatten Teams wie Ferrari, Haas und Renault Probleme, Temperaturen in die Reifen zu bekommen und Teams wie McLaren und Mercedes überhaupt keine, weil sie einen Boliden mit hohem Abtrieb wegen den 0,4 mm geringeren Reifen gebaut haben. Die Reifen werden am Montag und Dienstag in Spanien von Sebastian Vettel für Ferrari, Esteban Ocon für Mercedes und Jack Dennis für Red Bull getestet. Anschließend geht es für die Piloten weiter nach Japan. Für all diejenigen von euch, die sich immer gefragt haben, welcher Reifen von 2019 welche Temperaturen als Arbeitsfenster hat, der sollte sich das hier mal angucken. Wie man bereits im Titel lesen kann, gibt es Gerüchte zu einem weiteren möglichen neuen Formel-1-Team im Jahr 2021. Dieses Projekt soll aus Spanien kommen und wird von der MIM-Gruppe und dem spanischen Campus-Team geleitet. Die Namen der Herrschaften, die das Projekt leiten, lauten Salvatore Gandolfo, Verwaltungsratschef Vexatec und Adrian Campos, früher bei Minardi tätig und heute Teambesitzer in der Formel 2 und Formel 3. Das nötige Kleingeld soll von der Monaco Increase Management SARL-Gruppe kommen. Personal hat man ebenfalls schon, und zwar Peter McCool als technischer Direktor und Ben Wood als Aero-Chef. McCool arbeitete unter anderem bei Super Ajuri als Chefdesigner, jetzt unter dem Namen Shape bekannt, und Wood führt seit 20 Jahren das Unternehmen Dynamic und war leitender Aerodynamiker bei Mercedes. Als Fahrer kommen die Namen Pascal Wehrlein und Alex Palou ins Spiel, der zurzeit in der Superformula für das Nakajima Racing Team fährt und 2015 und 2016 für Campos Racing in der GP3 fuhr. Man möchte die Lücke füllen, die Fernando Alonso hinterlassen hat. Angeblich haben sich die Verantwortlichen bereits dreimal mit der Formel 1 getroffen, und zwar an diesen Zeitpunkten und den jeweiligen Orten. Ross Brawn ist dagegen skeptisch, dass es 2021 soweit sein wird. Er ist der Meinung, dass 10 Teams genug seien, die in einem gesunden Zustand sind. Weiterhin heißt es vom Briten, dass nur Teams in die Formel 1 kommen, die auch etwas zur Show beitragen können. Vor kurzem gab es ja erst Gerüchte zu einem neuen Team namens Panthera, welches in die Formel 1 aufsteigen möchte und vom ehemaligen Geschäftsführer des Langstreckenteams SMP Racing, Henry Durant, geleitet wird. Williams wird beim Training des Japan Grand Prix am Freitag neue Teile am Frontflügel testen, genauer gesagt ein neues Frontflügelkonzept überprüfen. Der leitende Renningenieur Dave Robson erklärte in Sochi, dass der FE42 im Land der aufgehenden Sonne einen neuen Fahrzeugnasenlook bekommt, der ein bisschen anders aussehen wird. Unklar ist, ob der Frontflügel in weiteren Grand Prix eingesetzt wird. Das Ziel sei es, mögliche Designkonzepte zu finden und den Frontflügel für 2020 einzusetzen, wenn die Daten positiv seien. Die Luftverwirbelungen an den Vorderrädern müssen minimiert werden und die Neuteile, die später kommen, seien nur Kleinigkeiten, die am Auto bleiben, wenn sie für eine Verbesserung sorgen. Die anderen Teile sind nur zum Testen da, um sie mit dem Windkanal zu vergleichen. Da Robert Kubica 2020 nicht mehr in der Formel 1 fahren wird, hätte er an der DTM mehr Interesse als an einem Simulatorjob, den er definitiv nicht ausschließt. Kontakt gab es bereits zwischen ihm und Audi, was Audi-Sportchef Dieter Gass bereits bestätigte. Er wird aber nicht im Werksteam ein Cockpit bekommen. Der Pole möchte aber aktuell noch nicht sagen, wohin es ihn sonst noch ziehen könnte, bis die Saison vorbei ist oder vielleicht früher zitierte Kubica. Fakt ist, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall aktiv Rennen fahren möchte. Er habe in seinem Leben genug Simulationen gemacht. Wo, glaubt ihr, wird der 34-Jährige 2020 aktiv Rennen fahren? Kommen wir zu Mikes Meinung. Ein Team, zwei Gründer, Finanzierung bereits am Start, Fahrer bereits gewählt und Personal auch dabei? Klingt für mich mehr als überzeugend, 2021 ein weiteres Team zu haben. Brawn und Todd sollten dem Team definitiv eine Chance geben, denn wer bereits jetzt so organisiert ist, hat meiner Meinung nach eine Chance verdient. Kubica gehört meiner Meinung nach in die DTM, weil er dort bereits Erfahrung sammeln konnte, wenn auch nur durch einen Test im Jahr 2013 für Mercedes in Valencia. Williams sehe ich auf dem Weg der Besserung, da gerade die Aerodynamik ein wichtiger Faktor in der Formel 1 spielt. Und nun zum Community-Kommentar. Ryflex hat folgenden Kommentar unter mein Steiner Konsequenzen-Video geschrieben. Wie findest du den Frühstart von Räikkönen? Also er hat ja mehr verloren als gewonnen. Und dann bekommt er noch die Durchfahrtsstrafe. Tja, Ryflex, was möchtest du jetzt von mir hören? Er hat das Auto, während die Ampel noch rot war, bewegt, und das ist gegen die Regeln. Er hat zwar kurz angehalten, aber das spielt keine Rolle. Und die Durchfahrtsstrafe ist die nötige Konsequenz. Das ist nun mal so. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.